Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Freitag, den 9.06.2017. Heute gab es so einen kleinen ja, seitwärts gerichteten Tag. Bislang muss man klar sagen, aber die großen Marken letztendlich sind hier noch nicht getriggert worden. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass der Markt hier seitwärts läuft. Schon seit mehreren Wochen, Anfang Mai, ging die ganze Seitwärtsphase los zwischen 12.480 und 12.880. Schwankt der Markt hier und bildet keine Richtung aus. So, jetzt ist es so, dass wenn der zwei Monate gefühlt oder mindestens schon dann irgendwann keine Hochs und Tiefs ausbilden kann, ist ja offensichtlich, dass der Markt aktuell in einer trendlosen Phase ist. So, Trend, Trendphase, steigende Hochs, steigende Tiefs. So, oder, oder fallend halt, ja, je nachdem. Und, und äh, wenn der Markt halt in eine längere Phase produziert, wo er es nicht mehr schafft, dann ist ja offensichtlich was ins Stocken geraten. Und vor dem Hintergrund ist also hier immer noch seit Anfang Mai das Ganze ins, im, im Stockmodus. Und da gibt es aus langfristiger Perspektive entweder die Möglichkeit, halt immer noch bei 12.2 reinzugehen oder beim Ausbruch. Aber solange hier, solange der Markt nicht fähig ist, Höhere Hochs zu generieren, da kann, da kann man nichts machen. Das ist genauso wie hier. So, da kann man dann auch nicht auf die Idee kommen, was weiß ich, hier an dem Pfeil zu sagen, hier muss jetzt der neue Impuls kommen, oder hier muss er kommen, oder hier muss er kommen, oder hier, nachher muss der überall kommen. Der, so gesehen, hier wurde mit Donald Trump das Ganze nach oben hin, ex, ey, wirklich, also richtig krass, ex, nach oben explodierend aufgelöst. Aber so gesehen, in dieser Phase permanent zu sagen, hier muss er irgendwas machen, ist halt immer so eine Sache. Wozu? So, man, das weiß am Ende eh keiner und, und das gehört auch nicht in den Rahmen der Chartanalyse, das ist dann Chartspekulation. So, da, daher ist es jetzt gegenwärtig so, na, offensichtlich, hier sieht man auch, dass diese, die, diese Phasen ganz schön länger dauern und gegenwärtig kann man einfach nur sagen, alles klar, eiert hier seitwärts rum und diese seitwärts rum-Eierphase, das haben wir hier schon kilometerweise gesehen, schauen Sie sich das mal an, hier, zack, 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 und dann der Ausbruch. Ja, zeitlich gesehen war das hier halt keine Ahnung wie lange, von 10.8. bis 12.12. .12. Ja, drei Monate. Gute Nacht Marie. So, und jetzt haben wir halt so knapp anderthalb Monate, also im schlechtesten Fall sehen wir halt das Ganze nochmal aus dem Jahr 2016 September, September 2016, so. Wenn, wenn sich der jetzt nur wiederholt, dann hast du hier jetzt noch zwei Monate Spaß. Ne? Und äh, vor dem Hintergrund bleibt also nichts übrig. Er muss das Vorwochen hochknacken oder er muss hier unter das Vorwochentief -Fall Vorwochentiefausdehnung fallen bei 12.480. Aber letztendlich zwei Bedingungen: entweder oben oder unten. Hauptsache irgendwas. So, daher keine Veränderung im DAX. Im Dow Jones, der hat hier einen Ausbruch gehabt, ähm, kann jetzt hier nicht wirklich liefern, zeigt sich aber noch trendstark. Nichtsdestotrotz werden die Long-Impulse irgendwie zumindest kurzfristig schwächer. Das heißt, eine Reaktion wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und ähm, genauso wie der S&P 500 ist zwar auch ausgebrochen, hat ja jetzt aber auch schon Anstiege hinter sich. Daher, wenn man günstig kaufen will, lohnt sich erst die 2.350. Norma durchschnittlich günstig, Stichwort 200er. Das sehen wir ja in dem Fall hier, hier. Die steht halt noch aus bei 2.285 bis... Bis jetzt. Wenn das er sie halt nächste Woche macht, ist halt ein bisschen höher. So kann man sich das vorstellen. Das ist so, so, so der, der Rahmen, der dann, wo es günstig wird, wo man sagt: Ja, jetzt könnte man wieder zumindest in SP investieren. Das nur vielleicht dazu, ja, ähm, zu den Indizes. Also da, da muss eine Richtungsentscheidung her. Äh, heute wollen wir uns noch Google angucken. Äh, hier sieht man auch die, die Trendlastigkeit aktuell. Gerade die letzten Anstiege sind sehr, sehr dynamisch. Und was natürlich auffällt, ist, dass jetzt dieser Abverkauf zum Wochenende hier dynamisch reinkommt. Das heißt, in Google könnte eine größere Reaktion stattfinden. Und diese Reaktion wäre dann. Wieder interessant zu kaufen bei 853 Dollar. So ist natürlich ein Riesenstück hin. Ja, aber nachher fällt das Ding und dann denkt man sich, ach Scheiße, hätte ich doch gewartet. Naja, gut, daher 855 Dollar. JD ist auch noch sehr interessant. Auch hier ähnliches Marktmuster, klappt letztendlich um. Das ist vor allem auch negativ, weil er hier das letzte hochgebrochen hat. Hier, das ist in dem Fall, das ist einfach nicht positiv. Na, er kassiert im Prinzip den Ausbruch oben sofort ein. Da kommt nichts mehr. Im Gegenteil dazu hier, schauen Sie sich das an, Ausbruch und dann zieht er. Ja, und im, im Gegensatz dazu sieht man ja deutlich, das eine ist total das bullische Ding, wo er weiterzieht und Munition hat und das andere wird sofort einkassiert. Daher ist natürlich das Risiko da, dass er daraus eine größere Reaktion letztendlich produziert, dann die tiefe Konsolidierung kommt und er dann erst wieder ansteigt. Ja, und da das eben möglich ist. Würde ich generell erst anfangen, hier zu kaufen. Und deswegen Google und JD mit Sicherheit einen, einen, einen Blick wert, vorausgesetzt, sie kommen eben jetzt ein Stückchen zurück. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.